Herzlich willkommen zu unserem Sonntagsimpuls. Am vergangenen Freitag haben wir den Gedenktag gefeiert vom heiligen Georg. Dieser heilige Georg ist der Schutzpatron der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg, kurz DPSG. Auch wir hier in unserer Pfarrei haben einen Pfadfinderstamm, der zu der DPSG gehört, mit ca. 50 Kindern in 4 verschiedenen Pfadfinderstufen. Und im Bistum Magdeburg sind über 400 Pfadfinderinnen und Pfadfinder in 7 Stämmen aktiv zusammen. Sie alle haben den heiligen Georg als Vorbild und Schutzpatron. Der heilige Georg wird meistens dargestellt als Ritter oder Soldat mit einer Lanze, wie er gerade den Drachen tötet. Denn im See vor der kleinen Stadt Silena im heutigen Libyen, da hauste ein Drache. Und die Dorfbewohner mussten immer Tiere bringen zum Opfern, zum Fressen für den Drachen, damit er quasi Ruhe gibt. Und irgendwann sind die Tiere ausgegangen und die Kinder mussten ran. Sie wurden ausgelost, welches Kind als nächstes dran war. Und eines Tages, es kommt, wie es kommen musste, war es auch die Königstochter. Auf dem Weg eben zum Drachen in den See kommt der heilige Georg, stellt sich zwischen das Kind und den Drachen, macht mit der Lanze ein Kreuzzeichen und ersticht ihn. Der Drache ist tot, die Stadt, das Dörfchen befreit, der König und alle Dorfbewohner treten zum Christentum über. So die Legende. Ob das alles wirklich so war, ist jetzt die Frage, aber ich finde, das ist nicht wichtig, denn die Frage ist, was sagt uns die Legende? Was will sie uns heute noch sagen? Ich finde, es geht darum, Mut, Tapferkeit, Einsatzbereitschaft, selbstloses Handeln, sich einbringen. Das sind Werte, für die der heilige Georg eben steht. Wo kannst du dich einbringen in dein Leben? Wo kannst du selbstlos handeln? Wo kannst du dich einbringen für deinen Mitmenschen? Wo bist du mutig und tapfer für den anderen? Und vor allem, mach das mit großer Ehrlichkeit und innerer Freiheit. Tu es nicht, um anderen zu gefallen, sondern eben für Gott, für den Mitmenschen, mit einer großen Freiheit. Und zum Dritten, schau dir den Glauben des heiligen Georg an, wie fest er darin stand und ohne Furcht den Drachen gegenüberstand. Unglaublich! Dieser Glauben wünsche ich dir auch. Und vor allem die Kraft des heiligen Geistes, dass du Ideen findest, es umzusetzen und den Spuren des heiligen Georgs zu folgen. Auf die Fürsprache des heiligen Georg segne und begleite euch der gute und treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank fürs Anschauen. Und wenn Sie noch mehr Filme schauen möchten, mit uns verbunden bleiben, dann hier abonnieren diesen wunderschönen Kanal. Und hier oben geht's zu den nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal.